Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe letztens, vor ein, zwei Tagen, das neue Lego Star Wars Magazin in die Hand bekommen. Und zwar die Nummer 92 mit der Minifigur von Bo-Katan Kryce und der limitierten goldenen Karte von General Grievous. Die Figur pulle ich jetzt da nicht raus, die habe ich nämlich noch einmal stehen. Zeige ich euch gleich. Da haben wir sie. Ja, sieht auch mit zwei Waffen. Ja, ein bisschen eingestopft, da ich das die Figur schon ein bisschen länger stehen habe. Na, auf jeden Fall, hier ist sie. Die war schon mal in dem Mandalorian Starfighter drin und zwar mit der Nummer 75316. Ich blende das jetzt auch noch mal schnell ein. Und da war sie mit zwei anderen Mandalorianern noch drin. Aber schon schön, dass sie nochmal rauskam. Zwar ohne Haarteil. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo ich das habe oder welche Figur das hat. Auf jeden Fall, hier ist sie auch nochmal. Schön mit ihrem eigenen Helm. Dann hat sie Vorder- und hinten ein gedrucktes Gesicht. Schönes Jetpack. Wie gesagt, zwei Waffen. Beine bedruckt. Bei beiden sollen die identischen Figuren sein. Helm bedruckt, Oberteil bedruckt. Ja. Und der Rücken ist auch noch ein bisschen bedruckt. Komm. Das tue ich auch noch mal auseinander. Da. Und so viel zu der Figur. Ich finde aber auf jeden Fall schön, dass sie nochmal rauskam. Weil sie war nur in dem Set. Und die Rüstung kann man da so nochmal für eine andere Figur verwenden. Der Helm vielleicht nicht, weil der auf jeden jeder hat seinen eigenen Helm. Aber die Körperrüstung. Ne? Soll hier nochmal drin sein. Ich packe die jetzt nicht aus. Dann haben wir hier, wie gesagt, die goldene Karte von Grievous. Dann gehen wir das Heft mal im Schnelldurchlauf durch. Hier nochmal ein bisschen Werbung für das Spider-Man-Magazin. Habe ich auch schon ein kleines Review zu gemacht auf meinem Kanal. Hau ich mal in die Infobeschreibung, Infobox und in die Videobeschreibung. Kann ich ja mal zu den aktuellen Heften eh mal machen. Dann haben wir hier das Inhaltsverzeichnis, ganz grob. Dann hier das Comic, wo ich auch nicht so viel spoilern will. Da könnt ihr euch das Heft selber holen und das nochmal durchlesen. Hier machen sie nochmal Werbung für Lego Marvel Avengers fürs Heft. Hier geht es noch mit viel Comic weiter. Na, wo hört es denn auf, Mensch? Dann haben wir hier nochmal ein Poster, TIE Pilot und wähle deine Seite. Vielleicht hänge ich mir das sogar mal auf. Hier so drüber oder so. Dann Werbung fürs Abo. Also wer Interesse hat, könnt ihr den Code abscannen oder abonnieren. Müsst ihr auf jeden Fall selber wissen, ich mache es nicht. Ich hole mir es immer aus dem Laden. Dann habe ich hier noch ein bisschen Gewinnspiele. Dann nochmal ein bisschen Comic. Hier ist dann ein Gewinnspiel mit Preis. Da gibt es den AT-AT Walker. Nettes Teil. Nur dafür müsst ihr euch diesmal ein Bild malen, sonst habt ihr einen Fragebogen. Und was sehr interessant ist, im nächsten Heft, am 25. Februar, da oben, kommt ein Klontrooper der 212. raus. Schön. Vielleicht da sogar ein, zwei mehr Magazine kaufen, damit man den Klontruppler ein, zwei Mal hat. Ich wollte auch noch mal was sagen zu den Prämien hier. Meistens rentiert sich das absolut nicht.
da ein Abo abzuschließen. Also ich bin da nicht für. Aber muss jeder selber wissen. Von daher soll es das für dieses Video erstmal gewesen sein. Die Figur habe ich euch ja gezeigt. Stehen wir hier drauf. So. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss.